Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich über Gleichwertigkeit sprechen. Gleichwertigkeit ist in der Kommunikation etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist für mich eine Basis, damit wir überhaupt wirklich ins Gespräch kommen. Und zwar menschliche Gleichwertigkeit. Wir sind alles Menschen, wir gehören alle zu der gleichen Spezies, also so wie die Zebras, die Löwen und die Affen auch zu ihrer Spezies gehören. Wir sind Säugetier-Mensch. Und dann haben wir gleichzeitig eine Rolle. Also wir sind menschlich gleichwertig und dann haben wir Rollen. Verschiedene Rollen in einem Leben, in unserem Leben, die wir ausfüllen und die Aufgaben haben, die mit Pflichten und mit Rechten verbunden sind. Also zum Beispiel Eltern haben die Rolle, gut für ihre Kinder zu sorgen und sie zu unterstützen, dass sie sich kennenlernen können und sich entwickeln können. Die Kinder haben die Rolle, in ihr Menschsein hineinzuwachsen, finde ich. Und die Welt zu erforschen und zu lernen, wie die Welt funktioniert. Oder als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter hast du diese Rolle? Kommt drauf an, was dein Aufgabenbereich ist. Und diese Rolle kannst du ausfüllen. Und in der Rolle bist du wertvoll, weil das jemand macht und das sonst niemand machen würde und dann jemand fehlen würde. Und als Vorgesetzter oder als Vorgesetzte ist die Rolle zu schauen, dass ein Team oder eine Firma gut läuft, mit Wertschätzung und Klarheit, also Abgrenzung und gleichzeitig Wertschätzung für dieses Danke, dass du da bist oder dass sie da sind. Das sind die Rollen. Es gibt natürlich auch noch andere Rollen. Zum Beispiel im Verein, sei das mit Sport oder mit einem Hobby, das du im Verein ausübst oder in einem Chor, wenn du singst, zum Beispiel. Oder wenn du unterrichtest und Teilnehmende da sind, dann ist die Person, die unterrichtet, hat die Verantwortung, dass sie dieses Wissen weitergibt. Und die Personen, die Teilnehmende sind, haben die Rolle, dass sie dieses Wissen empfangen. Also wir sind menschlich gleichwertig und gleichzeitig haben wir in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen. Ich bin jemand anders in einer anderen Rolle, wenn ich Mutter bin, auch wenn die Kinder schon erwachsen sind, wenn ich Trainerin bin, wenn ich Ehefrau bin, wenn ich Tochter bin. Das sind alles verschiedene Rollen. Und da ist es gut, wenn ich sowohl weiß, dass ich menschlich gleichwertig bin und alle anderen auch, mich also weder abwerte, noch überbewerte, noch über jemanden stelle. Gleichwertigkeit und gleichzeitig gibt es eine Rolle. Das ist so das wichtige Paket, damit Kommunikation überhaupt gut funktioniert. Weil wir tendieren mit unserer Gewohnheit, uns selber und andere Menschen zu bewerten oder auch Situationen mit unseren Werten zu belegen und zu sagen, das ist gut oder schlecht, tendieren wir dazu, nicht das Ganze anzuschauen und überhaupt erstmal zuzuhören und zu schauen, was ist denn hier Sache, sondern mit unseren Bewertungen machen wir unsere kleinen Kästchen. Und dann bekommen wir nicht alles mit. Wenn ich eine Bewertung habe übers Gegenüber,
Das kann sein, weil das Gegenüber, ich nehme jetzt mal ein paar Beispiele, weil das Gegenüber zum Beispiel übergewichtig ist und ich habe eine Meinung über Übergewicht. Oder weil ich an irgendeinem Empfang arbeite und ich habe eine Meinung darüber, was Empfang bedeutet und gebe dem nicht so viel Wert. Oder mein Nachbar hat ein Hobby, zum Beispiel, man kann ja sagen, Schießen ist ein Hobby, das ist überhaupt kein Hobby, das ist gefährlich. Und natürlich sagt die Person, die schießt und das als Hobby hat, sagt, das ist total wichtig, weil da kann ich lernen, mich zu konzentrieren, da bin ich fokussiert, all das. Zum Beispiel. Und dann ist die Frage, kann ich diesen Raum öffnen und in dieser Gleichwertigkeit bleiben? Und neben dem, dass ich weiß, was ich finde, was ich meine und was meine Bedürfnisse sind, kann ich da auch zuhören und annehmen, immer das Beste im Menschen annehmen und mal hören, was ist denn da los? Was ist beim anderen aktiv? Was ist beim anderen lebendig? Bei der anderen Person? Kann ich das? Kann ich tatsächlich meine Bewertung ablegen und schauen, was ist bei der anderen Person lebendig? Das ist das, was ganz häufig magische Momente kreiert. Wenn wir das schaffen, wirklich in dieser Gleichwertigkeit zu sein und diese Wertungen und Beurteilungen abzulegen, dann entstehen ganz häufig Momente von Verständnis und Öffnung, dort, wo ich vorher bewertet habe. Wie kannst du in diese Gleichwertigkeit kommen? Das eine ist, dass es wichtig ist, dass du deine Werte kennst und dass du deinen Bewertungen zuhörst. Also, dass du da zuhörst, wie deine Bewertungen funktionieren und wer in deinem Innern diese Bewertungen macht. Bist wirklich du das oder kommt das von früher? Ganz häufig kommt das von früher. Also, dass du Bewertungen mitbekommen hast aus deiner Familie, dass du Bewertungen miterlebt hast, die auf dich gelegt worden sind, also dass du nicht gut genug bist. Oder auch, dass du immer der Sonnenschein gewesen bist oder bist und dass du so toll bist. Das sind auch Bewertungen, die auch eine Einschränkung machen können. Ich hatte als junge Frau eine Freundin, die hat mir mal gesagt, weißt du, ich war immer der Sonnenschein für meine Mutter. Das war so nervig. Ich konnte nie eine schlechte Laune haben oder nicht mit ihr in Verbindung sein und das toll finden. Ich hatte ja diese Rolle des Sonnenscheins. Das kann ganz einschränkend sein. Oder auch die Lieblingsgeschwister. Das kann ganz einschränkend sein. Also nicht nur das, was wir als sogenannt schlecht bezeichnen, sondern auch das, was wir als sogenannt gut bezeichnen, sind Bewertungen. Du kannst, um das auszuprobieren, gibt es eine ganz einfache Übung. Geh durch die Straßen, einfach in deinem normalen Alltag und schau, du kannst es genau fühlen. Wenn dir jemand entgegenkommt, fühle, ob du mit dieser Person gleichwertig bist. Das ist etwas relativ Neutrales und Offenes. Oder ob du diese Person über dich stellst, aus welchen Gründen auch immer. Das kann sein wegen Aussehen, das kann sein wegen Kleidung, das kann sein wegen
irgendetwas, was dir auffällt, oder es kann auch wegen etwas ganz Unbewusstem sein. Oder wertest du die Person ab? Hast du irgendeine Beurteilung, bei der du sagst, die ist weniger wert als ich? Und das Ungünstige an der ganzen Sache ist, dass sobald du beginnst zu bewerten, kommt es nur darauf an, wer reinkommt, und dann bist du mitbewertet. Du bist immer mitbewertet. Sobald du beginnst zu bewerten, bewertest du dich mit. Oder? Dann bewertest du dich als besser oder als schlechter. Und dann ist es immer abhängig von außen. Das ist unangenehm. Und dann ist die Frage, kannst du innerlich so stabil werden mit deinem eigenen Selbstwert, also dir diesen Wert zugestehen, dass du als Mensch entweder vollumfänglich reichst, so wie du bist, oder auch, dass du glorios bist. Ich gehe davon aus, dass wir alle absolut glorios sind in unserem Wesen. Dass wir leuchtende Wesen sind, die die Welt bereichern. Und dass wir absolut in Ordnung sind. Und zwar jede und jeder einzelne von uns. Egal, was wir getan haben, egal, wie unser Leben verlaufen ist, dass wir im Innersten glorios sind. Kannst du das, dir diesen Wert zugestehen? Weil wenn du das bei dir kannst, dann kannst du das auch beim Gegenüber. Dann hast du keinen Neid mehr und keine Eifersucht, sondern dann weißt du, okay, das ist jetzt die Situation und ich bin da drin und jetzt schaue ich, wie ich das lösen kann, wenn es schwierig ist. Oder aha, jetzt ist die Situation so und du kannst dich freuen drüber. Und du machst es aber nicht abhängig von außen, sondern du bist der Gradmesser für deinen Wert. Das ist immer so. Und wenn wir uns abwerten und nicht einverstanden sind mit uns, dann machen wir das. Vielleicht kennst du das, wenn jemand anders sich abwertet und du von außen zuschaust und denkst, was? Was sagt denn diese Person jetzt? Das ist irritierend, das ist komisch. Oder auch, wenn sich jemand überbewertet. Das finden wir ja dann auch irgendwie seltsam. Nicht? Und das ist auch so, wenn du dich abwertest oder wenn du dich überbewertest. Also wie kannst du in diese Gleichwertigkeit kommen und dir selbst diesen Wert geben, diesen Wert in dir entwickeln? Man kann das in sich entwickeln, indem man selbstfürsorglich wird und indem man aufhört, sich selber zu kritisieren und immer wieder nicht zufrieden zu sein mit sich. Mal so weit. Also probier das aus auf der Straße, wie das ist mit der Gleichwertigkeit. Und nimm wahr, wie du deinen eigenen Wert empfindest und wie du selbstfürsorglich mit dir sein kannst, so dass dein Wert steigt für dich. Und du kannst dich darauf verlassen, wenn der Wert steigt für dich selbst, du für dich, dann steigt er auch bei den anderen. Probier's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.